In diesem Video möchte ich mal darüber nachdenken, wie viele verschiedene Möglichkeiten es eigentlich gibt, auf 5 zu kommen. Ich zeige dir am besten auch gleich, was ich damit meine. Wie du siehst, habe ich hier drei so hellblaue Bällchen. Ich habe aber insgesamt 5 Kästen. Und jetzt will ich ein bisschen überlegen, wie viele Bälle muss ich denn noch hinzufügen, damit ich hier alle Kästchen voll habe. Damit ich also 5 volle Kästchen habe. Das heißt, anders ausgedrückt, ich habe schon 3 Bälle und wie viel brauche ich noch? Also ich mache jetzt hier mal einfach so eine Leerstelle hin sozusagen. Wie viele Bälle brauche ich noch, wenn ich schon 3 habe, um danach 5 zu haben? Naja, das können wir einfach ausprobieren. Ich nehme mir mal eben hier ein paar Bälle und da ist der erste. Also einen brauchen wir schon mal mindestens. Aber wir haben immer noch nicht alle Kästchen voll, deswegen hole ich mir noch ein, zwei. Und jetzt habe ich alle Kästchen voll. Das heißt, wenn ich zu 3 Bällen 2 hinzufüge, dann habe ich danach 5. Okay, soweit so gut. Gucken wir doch mal hier unten. Eine ähnliche Herausforderung. Ich habe jetzt hier schon 2. Also in dem Fall habe ich hier 2 so violette Sterne. Und ich möchte aber wieder alle Kästchen ausfüllen. Das sind ja insgesamt ein Kästchen, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Und um alle 5 Kästchen auszufüllen, muss ich noch wie viele Sterne hinzufügen? Also, ich habe schon 2 Sterne und ich suche jetzt hier irgendeine unbekannte Zahl an Sternen, die ich noch hinzufügen muss, damit ich danach alle 5 Kästchen ausgefüllt habe. Ich würde dir empfehlen, mach am besten einfach kurz Pause und halt das Video an. Schau einmal selber nach, was deine Lösung ist und danach kannst du ja schauen, wie ich das gemacht habe. Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, du hast das Video jetzt gerade wieder angemacht und ich fülle jetzt einfach mal hier wieder Sterne ein, bis ich alle 5 Kästchen voll habe. Da ist der erste Stern. Sind immer noch nicht alle Kästchen voll. Also hole ich mir noch einen zweiten Stern. Immer noch nicht alle Kästchen voll. Hole ich mir einen dritten Stern. Tada! Alle 5 Kästchen sind voll. 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen sind voll. So, jetzt die Frage, wie viele Sterne musste ich hinzufügen? Naja, ein Stern. Das war der zweite Stern, den ich hinzugefügt habe. Und hier ist der dritte Stern. Also 2 plus 3 ist 5. Okay, das macht gerade ein bisschen Spaß, deswegen lass uns einfach noch ein bisschen mehr machen von diesen Aufgaben. Also ich habe hier noch was anderes vorbereitet. Die Idee ist wieder genau die gleiche. Hier unten sind 5 Boxen und ein paar von diesen Boxen sind schon vorher ausgefüllt. In dem Fall habe ich schon 4 gelbe Würfel. Wie viele Würfel muss ich jetzt noch hinzufügen, um danach alle 5 Kästchen ausgefüllt zu haben? Ich lasse dich wieder kurz selbst überlegen. Okay, also ich fange wieder einfach an, hier Kästchen, in dem Fall Würfel, einzufügen. Hier haben wir einen Würfel. Oh, ja, bin ich ja schon fertig. Das war ja einfach. Also ich habe einen Würfel hinzugefügt, deswegen ist 4 plus 1 plus 1 ist 5. Okay, und hier unten? Wir haben also schon einen so einen lustigen Smiley hier unten. Und wie viele Kästchen oder wie viele Smileys muss ich noch hinzufügen? Hier. Damit ich danach wieder alle 5 Kästchen voll habe. Bisschen Zeit für dich zum Überlegen. Okay. Also, ich würde sagen, ich brauche mindestens ein Smiley. Aber der reicht noch nicht. Deswegen noch ein zweiter Smiley. Sind immer noch Kästchen offen, also mehr Smileys. Wir brauchen mehr Smileys. Noch einer, der vierte schon. Ja, das reicht doch. Also, wie viele habe ich hinzugefügt? Ich habe hinzugefügt 1, 2, 3 und 4. Also 1 plus 4 ist 5. Okay, bevor ich jetzt aufhöre mit dem Video, will ich dir noch kurz zeigen, dass da ein Muster hinter steckt. Vielleicht ist dir das hier oben schon aufgefallen, ich gehe mal nochmal hoch, dass
3 plus 2 war ja 5. Und 2 plus 3 war auch 5. Also hier ist 3 und dann 2. Und hier kommt erst die 2 und dann die 3. Und das funktioniert auch hier unten. Also 4 plus 1 war 5. Und 1 plus 4 ist auch 5.